Spätabends, heute mit Neo Degree und mir. Heute wollen wir nämlich Palia angucken. Vielleicht gibt es heute auch ein bisschen Käsesahnekuchen, den ich für dich backe. Lass uns doch mal ganz kurz einfach mal hier vorlesen, was von uns in diesem Spiel erwartet wird. Und da geht's los mit: sei ein verantwortungsbewusster Nachbar. Ups. Hey, Zwerge. Hey, und auch hier wieder Planet wird auseinandergenommen. Sei ein freundlicher Nachbar. Wir begrüßen Vielfalt und lehnen diskriminierende Sprache, diskriminierendes Verhalten und Engstirnigkeit ab. Und er schießt mit dem Bogen. Hilfe, helfen Sie mir. Bin in Gefahr. Ja, als ob du von mir entkommen könntest schon. Genau, sei ein hilfsbereiter Nachbar. Jeder Spieler beginnt seine Reise im Palia irgendwann einmal als Neuling. Okay. 3, 2, 1, Feuer! Bam! Und nochmal schnell! Jetzt den rechten. 3, 2, 1, Feuer! Bam! Haha, gar keine Chance. Somit haben wir die Dorfregeln gelesen. Ob wir sie akzeptieren? Naja, muss ich wohl hier tun. ich spiele Männlein. Spitzname: Parbugs. Parbugs, Xamba. 20 Gesichter und du nimmst das einzige, das traurig guckt. ich gehe auch ins Universum. Oh, Video! Jetzt alle ruhig! Schmetterling. Kommt wieder runter. Ja, ne? Auf diesem Altar. Ja. Hallo? Oh, nice. Oh, mein Drache. Bist du aber aus dem Nichts aufgetaucht? Oh, Wasser? So Elemente wählen irgendwie. Okay, ich bin mir nicht sicher, aber ich bin froh hier zu sein. Eher aus einem Spiel. Was nimmst du für Element? Also ich nehme wahrscheinlich Wasser. Ja, ich eigentlich auch. Was, Erde, Wasser? Feuer, Luft. Es gibt keine Pflanze, John. Nee, ich will auch Wasser sein. Wasser ist cool. Stimmt, du wirst sicher nicht mehr über deine Situation wissen, als ich tauchte. Okay. Ich sollte langsamer gehen. Warum nimmst du nicht diese Karte und gehst in die Stadt, wo du mit Ashura, dem Gastwirt, sprechen kannst? Er hat andere wie dir geholfen, sich einzuleben. Ashura, genau. Okay. Aber du hast keine Zeit. Natürlich war so überrumpelt, dass ich vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist China. Ich bin eine angehende Gelehrte und erforsche diese alte Ruine. Und das ist meine Forschungsassistentin Hekla. Und können Sie gerne fragen, wenn irgendwas ist. Ich muss jetzt wieder in die Arbeit. Oh, look around. Hallo, Hekla. So, mit O können wir ins Sozialmenü bewegen. Okay, perfekt. Freundschaftsanfrage schließen. Freundschaft beenden. Boah, das hat die gleich. Hey, jetzt bleibt mal ganz entspannt, okay? Ich habe immer mal wie so kleine Ruppler drin. Ist das bei dir auch? Ja, dich auch. Ich habe es ein bisschen runtergeschraubt. Okay. Palia. So, gehen wir in Gilima ein bisschen spazieren. Ne, ich gehe jetzt erstmal zu dem Dude. Da, hier ist Ashura. Lieblich sieht's aus. Herzlich willkommen in Gilima. Das ist sicher ganz überwältigend für dich. So, mal schauen. Wenn du ein Zelt bauen willst, musst du zuerst ein paar Materialien sammeln. Falls du dich verläufst, kannst du gerne hierher zurückkommen. Dann lösen wir dein Problem. Okay. Also, Chung, hier müssen wir hin. Ich habe doch eine Axt bekommen. Axt.
Ah. Ja. So, wir laufen weiter zu unserem Zeltplatz oder irgendwie da, wo wir halt eine Hacke bekommen. Und wir genießen kurz die Cutscene. Oh. Boha, okay. Na, nach Hodari. Sieht so aus, als ist das hier mein Hot. Ja. Es geht voran. Aber es ist aber noch recht viel Mühe übrig. Mininin hat Hunger bei der Arbeit, also nimm das besser auch. Meine Tochter sagt, dass ich mich gesünder ernähren muss, aber du wirst es besser gebrauchen können. Verstanden. Na, dreh dich mal um, bitte. Loot. Vor allem, wie es schon mein Grundstück ist. Ich dachte, das gehört dem Dude. Hodari. Halt mal, selbst am Bergmachel. Hodari, ich habe was gefunden. Es gibt noch viel zu tun, aber es ist ein Anfang. Ich habe noch andere Grundstücke zu inspizieren, aber es sollte jetzt genug Platz sein, diesen Arbeitstisch abzustellen. Ich schlage vor, du konzentrierst dich darauf, ein Dach über den Kopf und einen Platz für deine Sachen zu bekommen, bevor du dir Gedanken über glühende Röhren machst. Ciao. Das sehen wir. Shit, wie funktioniert das jetzt nochmal? Gegenstände, Arbeitstisch. Ah, kann ich hier so platzieren. Gegenstände herstellen. Können ein provisorisches Zelt bauen. Dazu benötigen wir jedoch noch ein bisschen mehr Splintholz. Also Splintholz. So, dadurch sind wir in der Lage, nun ein provisorisches Zelt zu errichten. Dieses ich sogleich herstelle. Ist nice animiert. Kann ich es jetzt mit H auch platzieren? Oh, okay. Alter. Ja, da geht's mir so wie dir. Aus dem Weg räumen hier. Absolut. Dazu benötige ich die Hacke. Haha. Okay, nice. Da ist es. Sieht innen jetzt gar nicht so groß aus. Auni? Auni? Mit der Zahnlücke. So ein Glück, du bist noch nicht weg. Das ist deine erste Postsendung. Deine allererste. Warum habe ich jetzt Milch bekommen? Frech. Wenn du Gegenstände verkaufen willst, werden sie nach kurzer Zeit verkauft. Ja, das ist so eine Verkaufskiste. Hast du jetzt der Post gelesen? Nee, ich weiß noch nicht mal, wo die ist gerade. Post. Der fette Briefkasten. Gleich daneben. Oh, ja, okay. Ah ja, oh, ich habe eine Angelrute bekommen. Sei gegrüßt. Das Rathaus verlangt, dass ich diesen Brief an neue Einwohner schicke. Ein Bogen und einen Satz Pfeile finden sie im beigefügten Paket. Du wirkst schon unentspannt. Eine hölzerne Aufbewahrungstruhe sollen wir herstellen als nächstes. Bin gespannt, wieso dann die Interaktion mit anderen Spielern läuft. Also, weil es sieht ja so aus, als könnte man sich ja hier noch mehr dann Grundstücke zukaufen, aber hat dann jeder sein eigenes Ding hier dann irgendwie, wo? Ich glaube, die Oberwelt hat jeder, glaube ich, und dann kann man, glaube ich, hin und her. Hier gibt es das Schild, besuche andere Grundstücke. Ja. Was wollte ich jetzt tun? Eine Truhe bauen. Und nun werde ich sie platzieren. Nice, Truhe. Zurück zu Auni. Na, wie lebst du dich ein? Dieses Grundstück ist ja riesig. Angeblich kann man ziemlich cooles Zeug in der Erde finden. Aber ich wette, du bist so hungrig. Du solltest mit meinem Vater Badru sprechen, um zu lernen, wie man Essen anbaut. Und Red, der im Gasthaus arbeitet, kann dir beibringen, wie man es kocht. Cool. Was habe ich jetzt noch bekommen? Einen Betäuben von Insekten. Sehr cool. Nun gut, dann verlasse ich eben mal mein Grundstück. Wenn du jetzt rausgehst, können wir zusammen spielen. Echt? Wollen wir mal unseren guten Freund Neo hinzu? Da ist er. Neo! Dugi! Hey! Batscha! Beine weg! Oh, der schießt mit dem Bogen. Hilfe! Helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Ja, als ob du von mir entkommen könntest schon. Ja, wir hätten jetzt hier mehrere Missionen zu erfüllen. Ich folge dir, Herr. Ich würde sagen, wir checken mal das Tutorial noch ab, oder? Oder was gibt's denn hier auf der Map jetzt zu machen? Da drüben ist Auni. Oh, es gibt irgendwie jetzt sehr viel zu tun plötzlich. Ich sprich mit Badru. Wollen wir mal mit Badru sprechen? Machen wir. Ich folge dir. Ja, oh, schau mal.
Hier ist eine Pflanze. Ich klaus dir. Oh, hier ist ein Insekt. Schnell, betäub ihn. Versuch's. Er ist betäubt. Ich konnte ihn. Echt? Ich konnte. Oh, nee. Hey. Ja, aber ist ja nice, wenn's für beide zählt hat irgendwie, ne? Ja, vielleicht müssen wir beide drauf werfen, keine Ahnung. Sollen wir mal hier angeln? Angeln! It looks like your inventory is full. Drei. Oh oh. Oh oh. Ich hab einen! Nice! Ein Zwergwels. Und los. Und los. Badru. Hallo Badru, erzähl uns was vom Farmen. Du? Badru. Oh, ein freundliches Gesicht, das ich noch nicht kenne. Treffen uns später auf deinem Grün. Ich zeige dir die Schritte. Okay. Er ist unser Bürgermeister, also wird er dir ein neues Haus besorgen. Oh, stark. Okay, ich gehe kurz zum Grundstück, weil ich bin jetzt auch voll. Schau mal, wir haben hier selber auch so einen Gartenteich. Und hier ist auch so ein bisschen See. Lieblich, lieblich, muss ich schon sagen. Mhm. Das ist glaube ich, eher Balsam für die Seele, Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ich besuche Parbucks. Was geht ab? Berechtigung. Ah, okay. Woo. Hey, ich habe einen Visitor. Kannst du jetzt die Quest hier mit mir machen zusammen? Er hat kein Ausrufezeichen drüber, aber ich kann mit ihm reden. Warte, ich rede. Okay. Ich habe dir das ganze Werkzeug, das du brauchst, hier. Na los, warum lässt du das Grundstück nicht einfach fallen und schaufelst es ordentlich durch? Ja, ne? Also ich baue das jetzt einfach mal hier nebenan. So, als nächstes dann das da. So. Badru. Samen nicht von selbst. Okay, ich habe jetzt Samen bekommen und eine Gießkanne. So. Hast du schon alles gepflanzt? Gießen. Maischi. Ja, ne? Richtig schön gegossen. Aber ganz ehrlich, ich würde mir noch ein paar Samen holen. Die Frage ist bloß, haben wir auch schon irgendwas an Gold? Ich habe nämlich null Gold und ehrlich gesagt, glaube ich, haue ich jetzt mal ein paar Insekten oder so zum Verkauf hin. Weil irgendwie müssen wir ja auch am Ende an Geld kommen. Und die Insekten habe ich jetzt eh nur so just before angefangen. Na komm, verkauf mal alles, was wir haben. Ja, kriegt 261 schon mal raus. Das ist super Ebbe im Portemonnaie. Gehen wir zu Wrath. Gehen wir zu Rev. So, was machen wir hier drin? Ach, da ist Rev. Rev. Ach, Rev. Bist der Neuling? Mein Name ist Rev. Wenn du dich für den Rest deines Lebens in einem guten Zelt nicht. Oder in einem guten Zelt festsetzen wirst, ist es wahrscheinlich. Doch. Ach so, da ist es nicht. Ist es wahrscheinlich eine gute Idee, mit Candy zu reden. Er ist der Bürgermeister. Aber hey, ich werde so oder so nicht urteilen. Alright. Dann gehen wir mal zum Candy, damit wir unser Haus kriegen schon. Ja, Mann. Freilich da, wo der Neo chillt. Mhm. Ach, chatten wir erstmal ein bisschen. Angenommen. Wie sieht's aus mit Money? Ist noch keine da. Gehen wir nach Hause, ist mir dunkel. Naja. Oh, warte. Was ist hier? Ich glaube, wir können dieses Wesen da hinten jagen. Diesen Fuchs. Bam. Hast du es getötet? Ja. So, jetzt müsste auch mal Money geben langsam. Ah ja, Verkauf aus Versandkiste. Nice. Wir haben doch eine Mission, da gibt es einen Laden, der öffnet aber nur nachts, oder? Echt? Na dann, let's go, oder? Auf Erlingas! Übersetzen Sie. Keine Ahnung. Weil der kriegt jetzt einen Headshot. Headshot! Bam! Nice! Oh, der zweite Pfeil war wichtig. Okay. 3, 2, 1, fuck! Bam! Und nochmal schnell! Jetzt den rechten. 3, 2, 1, Feuer! Bam! Haha, ja, keine Chance. Oh shit, wir wollten doch eigentlich zu dem Shop gehen, oder? Schnell! Na und los? Ich geh rein. Okay, ich geh rein. Chopper, ja, laufe auf einen Chopper zu und drücke F, um es zu fangen. Okay, Tickets hey, irgendwie. Zeit läuft schon. Ah. What? Höre, ja, wie viele Leute sind hier? Ja, okay. Genau, ich finde nichts mehr. Gar nichts finde ich. Und jetzt? Kriegen wir trotzdem was, oder? Jetzt gehen wir ab. Oh, okay. Okay.
Okay, was geht ab? Es geht jetzt hier ab. Phoenix. What? Okay, so eine Wassersichtschlange, Feuerwerk. Was zur Hölle geht ab? Okay. Gandalf könnte es nicht so gut hinkriegen. Ich weiß nicht, warum die Leute hier so komplett ausrasten eigentlich. Kauf Essen am Stand. Aber ich glaube, die machen jetzt dicht. Ich kann nichts kaufen. No! Komm wir wieder. Na dann. Okay, okay. Jetzt gehe ich ins Wirtshaus zu Ashura und quatsch mal mit dem. Ich glaube, die schlafen alle irgendwie noch. Aufstehen! Ah. Einfache Sägemühle, hör mal. Okay, ich will auch. Veredelt Holz zu Brettern, die für den Bau verwendet werden. Und gekauft, mein Freund. Angel. Also ich stelle mal so einen Stuhl her. Oh Gott, ist das ein ganz eigenes Gebiet nochmal. Oh, was möchte ich herstellen können? Also Bett. Bin das schon sehr lieblich gemacht, muss ich sagen. Schau mal, ich habe jetzt auch schon den Tisch hergestellt und danach kannst du dich irgendwie entscheiden, was du so als nächstes lernen willst. Aha, okay. Eine Bank. Hahaha. Ja, kommt hier so wegen der Tisch hin. Ja. Kann ich sogar benutzen. Aha, cool. Oh, nicht im Besitz. So, sprecht mit Kenley auf eurem Grundstück. Ach, Kenley ist hier. Ah, ich habe ein Haus. Zumindest einen Bauplan. Weizen. Ich stelle soeben gegrillte Pilze her. Ist einen gegrillten Pilz im Fokus zu erhalten. Ist ihn schon. Verwenden Sie 50 Fokus. Fokus erhöht deine gewonnene Erfahrung, ganz gleich aus welcher Quelle. Dadurch, dass ich jetzt Fokus genommen habe und ich jetzt nochmal koche, dann steigt wahrscheinlich mein Kochen schneller, wenn ich eben futtert habe. Das klingt doch nicht verkehrt. Oh, ich hab's auf E-Post. Einer hat mir noch provisorische Kräuterpflanzengefäß gegeben. Einer sagt, irgendwas ist cool. Und Auni gibt mir provisorische Picknickdecke. Benutze ich jetzt Fokus auch, wenn ich jetzt eben hier so Zeug halt mache. Schon, wir müssen unser Werkzeug upgraden, das hilft nichts. Ich weiß. Okay, das heißt, das Zelt mal ein bisschen darüber. So, jetzt kommt hier unser Hut hin. Füge deinem Gebäude Ressourcen hinzu, um den Bau abzuschließen. Verstanden. Ach, Tisch ist da. Kenley hat erwähnt, dass er den Bauplan... Ja, Odari. Bye. Okay, weil jetzt benötige ich nämlich einerseits das Sägewerk. Schätze mal, es ist diese Sägemühle gemeint damit. Die kann ich jetzt hier irgendwo platzieren, ne? Splintholzbrett. Was kommt jetzt dabei raus? Splintholzbrett, okay. Sehr gut. Und dann brauche ich Steinziegel. Und die Steinziegel gab es bei Horadri oder wie der hieß. Machen wir uns mal nochmal auf den Weg. Horadri, Merayu. Warst du schon mal in diesem anderen Gebiet? Ja, vielleicht ist er ja da. Okay. Ich gehe jetzt hin. Ins neue Gebiet. So. Ja, er ist da in dem neuen Gebiet. Ah, da bist du doch. Ja, 100 Money. 100? Ja. 103, nice. Oh, dann kann man auch Kupferbahn herstellen. Bin am Weg. Und Keramik. Mining auf 3, dann könnte man gewöhnliche Spitzhacke bauen. Aha. So, ich brauche Steinziegel, benötigt Stein. Geben Sie, Sie werden nichts dafür erhalten. Oh, Steinziegel braucht auch ganz schön lang, 2 Minuten. So, ich brauche mehr Stein. Stein! Ja, warum kommst du nicht vorbei, schon? Ich muss meinen Hof auch schöner machen. Ja, ich kann ja dann auch zu dir kommen. Puh. Wow. Komm gleich. Hey. Hier hinten schon. Hey, Zwerge. Hey, Und auch hier wieder Planet wird auseinandergenommen.
Wollen wir mal kurz das noch ausprobieren mit den neuen, boah, weißt du, was ich meine? Nein. dass wir uns die neuen Werkzeuge mal holen und das ausprobieren. Aber ich habe kein Money für Rezepte. Hä, hey, warum hast du kein Money? Ich verstehe es gar nicht. Asura! Aufstehen! Wie ist der? Schau mal, ich habe jetzt mir nämlich eine gewöhnliche Axt holen können. War aber gar nicht so billig. Ganz 250 Bergs. Oh, kostet gewöhnliche Axt 20 Splintholzbretter und 5 Kupferbahnen. Na, sauber. Kupfer braucht man da auch was anderes oder langt die Schmelze? Ja, das ist nur eine Steinschmelze, oder? Nee, genau, kannst da langt die Steinschmelze. Da kannst du auch Kupferbahnen dann herstellen. Ah, da kriege ich halt richtig Bock. Da kann ich eigentlich gleich nochmal so ein Ding bauen. Kann ich wahrscheinlich nochmal so einen Schmelzofen bauen. Schrupp. Oh, wie lange dauert ein Kupferbahn, ey? 3 Minuten, bis da mal einer hergestellt ist. Oh mein Gott. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, so, jetzt machen wir die Hacke mal. Ciao, da hinten. Viele Bäume. Lass sie uns fällen. Ja, jetzt geht's den Bäumen hier an den Kragen. Was ist hier los? Ist er auch da? Jawohl! Neo, du musst mit hackeln. Ich hab die Axt noch nicht. Kriegst nix. Mensch. Gar nix, ihr miesen Ratten. Jo, also, finde der erste Eindruck ist richtig gut, macht echt Bock. Also, ist halt ein schön entspanntes, ja, eigentlich schon wie Harvest Moon, oder? Kann man schon so sagen. Man kann jagen, man kann angeln, man kann Insekten fangen und die in verschiedenen Seltenheitsstufen. Wenn das Hauptspiel raus ist, könnte ich es mir auf jeden Fall vorspielen. Ist ja, wie gesagt, eh kostenlos und ganz entspannt mal so ein paar Stunden zu spielen. Wadim, glaube ich, jetzt. Was sagst du? Ach, auf jeden Fall. Wadim ist heiß. Zusammen für die Seele. Innerer Frieden. Winken wir mal alle noch lieb in die Kamera. War eine coole Session. Palia macht echt Spaß. Könnte ich mir vorstellen, dass das in der nächsten Zeit dann auch kommt. Bin gespannt, wenn die Vollversion draus ist, was dann noch kommt. So. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.